Friends. Es tut mir so in der Seele weh. Der Champion steht an. Es tut mir so weh und... Wir müssen belieben. Wir müssen Entordine, Nasi und Zeus belieben. Wir müssen einfach belieben. Das Problem dabei ist, wenn ich mich zurecht entsinne... Spoiler Alert, aber ihr werdet das hier gleich sehen. Hat er, glaube ich, 6 Mons natürlich. Und alle sind mega. Ich glaube, ich habe ihm 6 Megamons gegeben. Und ich glaube, das wird unser Untergang. Ich glaube, das wird unser Untergang. Sollte es unser Untergang sein? Ich hoffe, die Nuzlocke hat euch gefallen. Lasst mal fettes Like-Spam da. Also 10 Likes wäre auf jeden Fall sick. Wäre echt krass. Ich bin so fertig mit dem Nerven. Ich kann tatsächlich wirklich nicht mehr. Ich hatte gehofft, dich eines Tages hier begrüßen zu dürfen. Und? Was hast du alles auf der Reise mit deinem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf all die anderen Trainer getroffen bist? Was für Eindrücke und Erfahrungen hast du dank deiner Reise durch diese reich beschenkten Lande von Hoenn hinzugewonnen? Ich möchte, dass du das gesamte Arsenal deines Erfahrungsschatzes im Kampf gegen mich aufbietest. Nur keine falsche Rücksichtnahme. Meine Pokémon... Oha, sorry. Mein Pokémon und ich werden ebenfalls alles geben. Ja, da bin ich mir sicher. Also los, kämpfen wir. Prost, Digga. Ich bin bereit, deleted zu werden. Yep, er hat doch 6 Mega. Und wir werden hier wegdeleted. Geil. Level 60 auch noch. Okay. Und Gardevoir hat sogar Bedroher. Okay. Ja. Ich bin mir sicher, Gardevoir wird eine Psycho-Attacke machen oder eine Fehlattacke. Eins und beiden, aber ich glaube Psycho. Schlappohr wird wahrscheinlich Lost Combat machen oder sonst irgendetwas. Ja. Das sieht nicht gut aus. Was habe ich zu verlieren? Komm. Was habe ich zu verlieren? Was habe ich denn zu verlieren? Ich weiß nicht, was wir machen können. Ableitieb. Mondgewalt. Der Play war immerhin gut. Blizzard connected auf beiden. Maybe hier wieder ein Freeze. Überreste? Bros und Sisters und... Das war's. Was soll ich machen? Das war es. Das war's mit der Nuzlocke. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich kann nochmal einen Borschnabel droppen, aber das wird nichts bringen. Das war's. Slow and painful death. Ja, nichts machen können. Zeus wurde Energie abgesaugt. Donnerblitz. Das war es. Madiuz. Kann Nasi heilen, aber selbst wenn, er wird Tordino fokussen. Mit Sicherheit. Ja. Geh mal für einen Ableitieb. Aber. Ja. Nachdem ich diesen Start gesehen habe. Ja, da habe ich die Hoffnung schon aufgegeben. Es tut mir leid. Und tschüss. Das ist auch eine tote Tordine. Ich bin mir sicher, ich bin mir zu 100% sicher, selbst mit Felipe hätte es, glaube ich, keinen Unterschied gemacht. Vielleicht doch,
da wir Schlappohr resisten, aber wir hätten nach und nach immer den anderen Slot verloren. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre vielleicht Zeus und Philippe und mit Zeus halt versuchen, Schlappohr rauszunehmen. Das Problem dabei ist, Gardevoir hatte selbst Donnerblitz, hätte Zeus auch gekillt. Also an sich hätten wir keine Antworten mehr. Hätten wir Melody noch gehabt? Vielleicht Philippe Melody? Maybe? Ich weiß es nicht. 69 Preisgeld, by the way. Ich weiß es nicht, es ist so kurz vor Ende und ich wollte euch so gerne noch Senior zeigen. Ich meine, ich kann es immer noch machen, klar. Vielleicht werde ich es auch machen, vor allem den Champion, der einfach 6 Megas hat. Leadet einfach mit Mega Schlappohr und Mega Gardevoir. Was auch noch Bedroher hatte. Und Schlappohr hatte einfach Überreste. Und die Passive haben wir nicht mal gesehen, aber die Passive müsste vielleicht irgendwas von ihren Attacken verstärkt haben, weil sie einfach 1 Million Damage gemacht. Ich weiß, das Mon ist kräftig an sich, aber es tut mir leid, ey. Es ist Too strong. Too strong, boys. Too strong. Ich werde vielleicht, wenn ich echt Bock dazu habe, und ich schätze mal, wird so sein, werde ich nochmal den Champion angehen mit einem anderen Team, dann ist es einfach kein Nuzlocke mehr. Gehen wir das so an. Falls ihr Bock drauf habt, lasst mich mal in den Kommis wissen. Und Cynia werde ich dann euch auch noch zeigen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten, wenn nichts reinkommt, dann scheiß ich auch drauf. Ich das ja, glaube ich, privat mit meiner Schwester oder so. Oder vielleicht mal im Livestream mit meiner Schwester. Egal. Ich hoffe, die Nuzlocke, dieser Romhack von mir, hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, wenn ihr immer noch schaut, lasst mich mal in den Kommis wissen, was euch an der Romhack gefallen hat, was nicht. Was ich besser hätte machen können an sich. Ich weiß eh, was ich in der Romhack, in der nächsten, die ich mache, besser machen kann. Aber vielleicht sind auch Sachen bei, die ich noch nicht gesehen habe oder so. Ihr wisst, was ich meine. Immer, ne? Ja, lasst mich mal wissen, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut, wie fandet ihr das Let's Play, was fandet ihr am Let's Play nicht so gut. Konstruktive Kritik, Tipps, Feedback, alles sehr gerne gesehen und Feedback vor allem. Ich bräuchte mal wieder Feedback, um mich wieder weiterzuentwickeln, wenn ich ehrlich bin. Wäre mega sick. Wenn ihr auch einen Roman schreibt, ist mir egal. Also Feedback wäre auf jeden Fall mega sick. Ich fand die Romhack echt wirklich übelst geil. Ich habe mich vor jeder Aufnahme mega gefreut aufzunehmen. Wirklich bis zum Ende hatte ich die Motivation, komplett durchzuziehen. Bei manchen Editionen war es dann gegen Ende eher schlappend. Hier hatte ich das nicht das Gefühl. Deswegen freue ich mich auf mehr Romhacks. Warum ich auch Romhacks von anderen zum Beispiel nicht spiele, weil die halt Englisch sind und manche können halt nicht Englisch. Und dann muss ich mal übersetzen, das ist behindert. Und dann, ihr wisst, was ich meine, deswegen mache ich so eine eigene Romhack, die ist dann auch auf Deutsch. Aber ja, ich fand's mega geil, Romhack war geil, ihr wart aktiv, das hat mich mega gefreut. Ich hoffe, ihr seid weiterhin so aktiv, eventuell sogar, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, ne, in Sword and Shield oder was weiß ich, könnt ihr auch Kommis schreiben oder was weiß ich. Ich hoffe, wir growen weiter als die Community. Wir schaffen die 500 Subs noch vor Neujahr und, ja, 10 von 10 für mich. Sowohl das Spiel als auch die Community-Bindung, sag ich mal. 10 von 10 für mich. Lasst mich mal wissen, wie ihr das gesehen habt. Alles sehr gerne in die Kommentare. Am Fortschnitt haben wir nicht geknackt. Ich hatte High Hopes. Es tut mir leid. Ja. Nun ja, das war auf jeden Fall Alpha Randomized Nuzlocke. Unsere ROM-Hack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder, was es sein wird. Who knows? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. 10 Likes oder 15 oder 20 sogar vielleicht wären mega sick. Ansonsten einfach abonnieren, dies, das, bla bla bla. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut, ich bin raus. Peace.